Liebes Webgate-Team, ich habe ja von euch ein super Geschenk bekommen für meinen 50. Nämlich einen Kalligrafie-Kurs, wo ich den ersten Teil schon gemacht habe. Ich habe mich auch für den Folgekurs schon angemeldet. Und einen Batzen, um mir einen ganz schönen Füli zu kaufen. Und das habe ich auch gemacht. In Los Angeles gibt es einen Shop, wo ich dann auch war. Mit dem anderen zusammen haben wir den noch gesucht und ich habe mir einen ganz wunderschönen Füller gekauft, den ich mir vorher ausgesucht habe. Und den würde ich euch zeigen. Also los geht's mit dem Unboxing von meinem Füller. So habe ich das bekommen. Und jetzt machen wir das einmal auf. Seht ihr da? Das ist also eine wunderschöne Box. Aus Balsaholz und da drin ist mein Füli. Der hat Patronen dabei, wobei man den auch auffüllen kann. Und so schönes Etui, wenn ich das aufmache, dann sehen wir hier innen meinen neuen Füli. So einfach und simpel sieht der aus. Das ist ein Kuro Tamenuri. Und das Spezielle an dem ist, der hat so einen speziellen Lack drauf, der wird von einem Baum gewonnen. Der Lack heisst Urushi und das geht also zum Delackieren mit vielen verschiedenen Lackschichten und immer wieder, wieder abputzen und glätten. Geht es also 3 Monate. Zum Herstellen geht es also 3 Monate. Sieht simpel aus, ist aber ganz, ganz elegant, wenn man ihn live sieht. Ich mache ihn mal auf. Was wir hier sehen, ist die sehr schöne Feder auch. Die ist jetzt 18 Karat Gold, zweifarbig. Und das ganz Spezielle an der ist, die Feder heisst Music. Und die hat also hier zwei Linien, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Also. Die hat also hier zwei Füllschlitzchen und ist auch sehr, sehr breit vorne dran und schreibt halt sehr schön. Und das mache ich jetzt einmal, ich schreibe mal etwas. Und schauen, ob ihr das etwas besser gesehen oder so. So, ihr könnt das ja auch lesen. Also, ich danke euch vielmals für das tolle Geschenk. Merci vielmals.